Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Witcher. So, was war das Da nicht? Balins Aufzeichnungen. Ah, direkt hier oben. Arbeiten laufen nach Plan, können offenbar mehr fördern als angenommen. Noch mehr, wenn wir einfach tiefer graben. Wergen wird noch zu alter Größe zurückfinden. Wir haben eben gerade, ich drück mal hier, Danke. eben gerade schon festgestellt, dass das so ein bisschen mit Balin an. Guck mal, warst du da schon an der Truhe? Hinter dir war eine Truhe. Auf der rechten Seite jetzt. Da, an der Wand. Da. Ah, immerhin 26. Diamantenstaub. Man sieht ja nicht viel. Doch, komm, leg mal mit. Dass das ja ein bisschen an Herr der Ringe erinnert mit Balin. Macht euch bereit. Ich hatte schon mein Schwert draußen. Das ist ja super. Kann ich. Wir wollen jetzt alle für sich eigentlich. Du bist dein Schild ist down, ne? Ja. Das sieht jetzt allerdings so ohne den Trank gleich nochmal ein bisschen spektakulärer aus, wie die explodieren. Weg da. Das stimmt. Achso, ich bin ja erstmal. Ah, da war wieder Tuch dabei. Ich sollte nicht so viel Schunderplunder mitnehmen. Schunderplunder. Wir können auch mal hier Licht anmachen. Ich habe nicht umsonst jetzt keinen Katzetrank mehr. Irgendwie war es das mit dem Feuer. Oh ja, nicht genau in der Mitte. Ja, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Rakete! Und er steht da einfach in der Ecke rum, Alter. So ein asoziales Mistvieh. Der explodiert auch. Ja, der ist schutzlos. Der zweite explodiert. Sehr schön. Das lief sehr gut. Dafür, dass ich hab schon mit meinem Leben abgeschlossen, als ich da in der Ecke stand. Aber hat ja zum Glück alles funktioniert. Ja. Eisenerz ist auch zwar ganz schön schwer, aber müssen wir mal gucken. Das können wir vielleicht ganz gut gebrauchen. Ich weiß zwar nicht, dass wir wieder was kaufen müssen, wenn wir dann ein Schwert machen wollen. So, den Teil haben wir geklärt. Sehr schön. Nee. Das stopf ich nur bloß wieder meine Taschen voll. Gucken. Hier gibt es noch einen Gang nach rechts. Ja, ich ja gar nicht gesehen. Tür geöffnet. So, dafür war doch schon mal der Schlüssel ganz gut. Ist dunkel, Alter. Ah, ein bisschen sehr dunkel, war. Kommt hier rein? Ich habe etwas gehört. Hallo? Ich mache jetzt mal Licht. Stirb. Das wird viel daneben gewonnen. Ja, vielleicht ist der Stelle zu. Du levelst auch bald, Alter. Nein. Boah, ich hab gedacht, ich hab schon gedacht. Kann ich jetzt bitte durch? Komm mal. Wir machen das mal den anderen. Er bäumt sich erstmal auf und dann wird reingeprügelt. Okay. Ah, ich kann nicht. Toll. Das ist giftet, Alter. Das macht schon ordentlich Damage, das Gift, ne? Ja. Also ohne Trank ist schon. Schon unfreundlich. Ja, stimmt. Unser Trank ist jetzt auch. Weg. Zeit abgelaufen und da drüben geistert noch einer rum. Das ist vor allem noch so ein Pedophil. Nach vorne. Hinten nach vorne. Hatten wir da hinten jetzt schon eigentlich alles abgeguckt? So? Ob da noch irgendwas rum lag? Nee. Wenn hier noch irgendwo eine Truhe ist oder so? Nope.
aber ziemlich schwerer Stuff. Jetzt müssen wir mal am besten gucken, was war da so bei... Nee, das war schon richtig eben gerade. Genau, Handwerk. Wir haben 16 mal Öl, das wiegt auch schon 8. Ach so. So, jetzt halte ich mir einfach mit dem Blut zurück. Wo das schwer ist. Sehr schwer. Dann gehen wir nochmal längs hier. Vielleicht ist da noch ein Tunnel, den wir crashen können. Schwer, aber da war glaube ich noch. Oh, gut, dass dein Schild noch aktiv ist. Level! Bin ich nicht so mit dem Schild. Das wird auch von denen abgeblockt. Oh. Ja, dann. Machen wir halt so, wenn die laufen mal außen rum. So. Aber gehen wir da ruhig nochmal kurz rein. Mal schauen, was hier hinten noch war. Da ist nämlich eine Truhe. Ah. Ein Hammer, eine Axt und ich glaube, da... Ich glaube, das ist... Also erstens ist es zu schwer. Ja. Und zweitens brauche ich es sowieso nicht. Die Wampe voll, die Axt gewetzt. Der Schnaps bereit, Herz, was willst du mehr? Interessanter Spruch. Ja, typisch Zwerg, war. Verdammt! Zu den Waffen! Wollen wir nicht? Nee. Die kommen ja gleich bestimmt aus dem Boden, oder? Wahrscheinlich, ja. Nee, immer noch nicht. Dann machen wir hier links lang. So. Das war der erste, da bin ich. Aber ich glaube, da waren wir schon, oder? Weil, guck mal, da hinten der Gang ist schon aufgezeichnet. Wir können einfach nochmal langlaufen, aber... Nee, doch nicht. Das gelangt. Okay. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Leichnam. Wieso habt ihr ja noch eine geschlossene Tür? Ich hab mich jetzt gewundert, warum die so weit weg sind. Balins Aufzeichnung 2 und zweite Karte von Balin. Ein Schlüssel zum mittleren Schacht. Am Morgen kleine Felsspalten in den Gängen entdeckt. Ungefährlich. Habe jedoch zur Sicherheit zusätzliche Stempel auf... Stempel? Aufstellen lassen? Okay. Herr Ferdinand keucht. Verträgt wohl die Temperaturen hier unten nicht. Der alte Zammenhof faselt von seltsamen Geräuschen. Wohl endgültig verrückt geworden. Bin sicher, dass wir uns in der Nähe eines größeren Flößes befinden. Lasse Geologen kommen. Der ist auch schon ungefähr genauso abgehackt geschrieben, so ein bisschen. Wie das Tagebuch von Balin in Herr der Ringe. Okay, ich habe das nie gelesen oder was? Naja, das haben sie im Film da ein bisschen. Guck mal hier. Wir müssen was zu saufen besorgen. Willst du denn dein Level aufsteigen schon mal? Oder willst du noch warten damit? Ach so, das war auch unter Meditation, ne? Nee, das war unter C, ich glaube. Also gut, da hättest du das auch machen können, aber ich glaube... ja, ein Talent. Wohin willst du es gehen? Die waren ja alle nur so semi-geil. Was kommt der erst so? Ja, komm. Man muss ja mal vorankommen. Genau, ja. Unter Umständen muss man da dann noch einfach erstmal eins in Kauf nehmen, was man gar nicht haben will. No. Das ist eigentlich meistens. So. Tür geöffnet. Kommt ihr, meine Herren? Alleine wäre das dann doch ein bisschen unfreundlich. Was ist denn hier gekommen? Sieht ja schon ein bisschen geil aus. Ja. Und ziemlich viele Gegner. Ich finde es nicht mehr aktiv. Nee, aber du hast es auf jeden Fall. Nee, das ist nicht das Zielschwert. Ich glaube nämlich, du hast jetzt dein Stahlschwert draußen. Nope.
Dann übernehme ich mal. Das ist ein großer Bastard, ey. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Der ist immer noch am Leben. Ja, die machen halt nicht wirklich viel Damage, die Zwerge, ne? Die sind ganz gut so sozusagen als Kanonenfutter, weil sie auch nicht sterben können. Oh, zum Glück können sie nicht sterben. Oh, verdammt. So, für so eine Riesenhöhle bräuchte man ein paar mehr Lampen, meine Herren. Was gibt's, Geralt? Die haben vor allem alle so eine kleine Laterne umzuhängen, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Mutagen für kritische Effekte. Wir sind überlastet. Lass mal kurz gucken, wie viel Eisenerz wir haben. 18, davon können wir mindestens 9 weghauen oder so, oder 10. Ja, irgendwie so. Haben wir dann noch was? Harpienkrallen? Sonne, Leder haben wir noch eine ganze Menge. Ich nehme auch wieder jeden Scheiß mit. Ich werf's weg oder ich nehme es mit, um es dann 2 Meter weiter wieder wegzuwerfen. Ja, das ist, guck mal, hier kommen wir noch nach unten. Das ist ein bisschen ätzend. Das stimmt schon. Man läuft halt eigentlich wirklich immer mit vollen Taschen rum und muss dann immer gucken, was man jetzt da lässt und was nicht. Hat man dann zum... Wir müssen was zu saufen. Und da brauchst du untersuchen. Oder unterhalten. Ich hab meiner Meinung nach untersuchen gelesen, aber ich kann mir auch verlesen. Ne? Nee. Unterhalten. Ich hab Scheiße gelabert. Oh ja, passiert. Da war jetzt aber eine. Hallo? Was gibt's, Geralt? Ich möchte die Lampe anmachen. Licht an. So, dann sieht hier wirklich extrem viel. Wir müssen jetzt auch noch nach oben, ne? Aber wir gehen erstmal nach unten. Also ist sie jetzt verbrochen? Hallo? Ich habe doch gerade einen gesehen. Ja, wer weiß, wo der jetzt hin ist. Oder wann er wieder auftaucht. Okay, wir gucken jetzt erstmal. Also diesen Gang nach oben, den da kommen wir. Noch gar nicht gemacht, ne? Nee. Erstmal kurz zurück. Da muss ich ja hin. Dann gehen wir hier erstmal nach. Gehe ich jetzt richtig? Nee. Hier einfach nach rechts, ne? Genau. Licht aus. Genau das war gewollt. So. Hier mal. Fallschaden werden die Fallschaden bekommen. Ach, Fallenschaden. Ja, du bist in eine Falle reingelatscht. Guck mal, hier liegen. Jede aber das Menge. Macht nicht wirklich Damage. Du kannst, glaube ich, rein theoretisch einfach durchlaufen. Ja. Wer hat denn hier Fallen hingelegt? Die Monster waren das schon mal nicht. Da waren es die letzten paar Überlebenden, die sich irgendwie ein bisschen schützen wollten. Das kann natürlich sein. Vielleicht finden wir da jetzt das dritte Tagebuch. Okay, dann gucke ich jetzt wieder. So viel zum Gucken. Jetzt habe ich sie wieder aktiviert. Die jetzt auch? Ah. Also ich glaube, ich würde an deiner Stelle einfach durchlaufen. Weil guck mal, die machen so wenig Damage an dir. Das sah gut aus. Ja, guck mal. Schlüssel zum Magazin, Silbererz und Barlins Aufzeichnungen 4 sogar. Ich meine, dann haben wir 3 übersehen. Nicht an. Ist hier auf der rechten Seite vielleicht noch irgendwie was? Leck mal fett, ey. Ja. Ja, jede Menge Fallen. Aber nichts anderes. So, dann gucken wir erstmal. Ich. Barlin Ferguson. Schreibe diese Worte nieder für den naheliegenden Fall, dass ich sterbe, damit ich identifiziert werden kann.
Mehrere Tage müssen vergangen sein, seit ich mich in dieser Abzweigung verkrochen habe. Fallen schützen mich vor den Monstern, doch wie lange halte ich ohne Wasser durch? Ich habe den Schlüssel zum Lager. In Gedanken schleiche ich ständig rüber und hole mir Proviant. Der Verstand sagt aber, dass es zu weit ist, als dass ich es schaffen könnte. Ich muss Geduld haben. Die Monster wollen schon wieder zu mir vordringen. Später, wenn ich verzweifelt bin. Wer weiß. Scheiße. Aber auch schön, dass er seine Aufzeichnungen in Etappen verloren hat. Immer irgendwo einfach abgelegt. Vielleicht kommt ja jemand vorbei und findet es hier. No. Digga, ich brauch Hilfe, ich lass den Zettel fallen. Plus Schlüssel. Damit du mich findest. So, ja gut. Noch irgendwas. Nee, war. Eigentlich haben wir alles abgesucht. Ich glaube, soweit sieht es erstmal ganz gut aus, ja. Dann haben wir es einfach übersehen. Ich denke schon, also irgendwo werden wir schon was übersehen haben, aber ist jetzt ja nun auch kein Drama. Schlüssel erforderlich, guck mal. Dafür fehlt uns immer noch der Schlüssel. Also müssen wir erstmal noch woanders lang. Ja, okay. Aber guck mal, wir können hier trotzdem, glaube ich, noch vorbei. Oder? Gehen wir dann rechts dran vorbei? Hier? Ich weiß nicht. Nee, das ist zu. Achso. Okay. Dann müssen wir also erstmal noch irgendwo woanders hin, um jetzt wahrscheinlich dieses Lager zu öffnen. Und da finden wir dann wahrscheinlich den Schlüssel für da unten. Ist ja schon ein bisschen ätzend. Ein bisschen groß. Aber gut. Hier geradeaus sind wir schon mal. Ich glaube, wir können ja nochmal lang gehen. Ich glaube, Nee, genau, da sind wir gar nicht lang. Hier ich erstmal unten gucken wollte. Ein Tür. Also erstmal lag hier noch was. Stimmt, okay. Der Kadaver. Und dort liegt ein Körper rum. Klug. Mit K. Oh. Du hast einen kleinen Knüppel genommen. Was ist denn? Das ist, glaube ich, alles Schund, außer vielleicht das Elfenmesser. Was ich nicht tragen. Oh, lol. Also, wenn ich Eisenerz brauche, weiß ich, wo ich gucken muss. Ja. Falls ich dann irgendwann nochmal hier zurückkomme. Eisenerz. Das wird es auch Eisenerz sein. Wir nehmen jetzt einfach seins. Dritte Karte und Balins Aufzeichnungen 3. Monster. Überall. Die alten Legenden. Der Fluch des Durin. Zu tief gegraben, namenlose Mächte geweckt. Meine Schuld, muss die Bestien aufhalten. Dummköpfe, lauft. Ja, das ist schon sehr Herr der Ringe. No. Guck mal, hier geht's noch rüber. Na, vielleicht hat es eine kleine Abkürzung. Nee. Ein verschütteter Gang. Okay. Was war das? Das kam vielleicht von der anderen Seite. So, damit YouTube-Zuschauer auch noch was sehen, weil... Ja, so schlimm sieht es, glaube ich, gar nicht aus. Schon sehr dunkel, aber... Ich glaube, YouTube reguliert jetzt noch mal ein bisschen nach unten und dann sieht bald gar nichts mehr. Also, wir könnten sonst auch noch mal eine Dinge einschmeißen. Oh. Ja, machen wir das. Kurz, wenn wir, bevor wir durch die Tür gehen. Ist jetzt die Frage, hatten wir jetzt eigentlich noch einen Schlüssel gefunden oder nicht? Ja, Schlüssel zum dritten Schacht. Ach, und ihr seid respawned, ich sage dann. Verschwindet einfach wieder. Okay. Ja, wenn nicht, dann nicht. So, ich glaube, wir hauen nochmal alles rein. Schreibe auch nochmal. Ja, ne, ich weiß nicht. Ich denke jetzt, dass da. Man hat ja nicht umsonst drei Leute mit, wa? Dass da jetzt noch ein bisschen mehr kommt. Ey, Umweltverschmutzer! Okay, Untertage. Da darf man die Umwelt verschmutzen. So, Night Vision wieder angeschlossen. Tür geht wieder, okay. So. Kommt da, meine Herren. Wir ballern jetzt eine Runde. Magie oder Gefahr? Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Speichere mal. Ich wollte gerade fragen, soll ich lieber speichern? Ist nicht, also ich glaube, das Vieh war jetzt nicht so schwer, aber ist vielleicht nicht verkehrt.
aber die machen jetzt auch gerade ziemlich viel Damage. Ich hab gedacht, das wäre meine Gruppe. Ich nehme. Was ist denn da drin? Das könnte sein, aber hau mal rein. Ich bin doch gerade nochmal vergiftet und du bist fast down. Hol mal dein Schild raus, Alter. Nee. Ja, kommt nämlich zu dir. Oder will zu dir. Ich hab noch Schild, ja. Ja, genau das wollte ich jetzt. Ja, jetzt ist er fast weg. Und weg ist er. Was ist denn jetzt nochmal? Mit dem Gemüse und dann nichts wie raus hier. Hier findest du jetzt nämlich die Immortelle. Keine Zeit für Plauderei. Das Vieh sieht halt auch ein bisschen schon, also ein bisschen kleiner wie der Balrog, aber hat ein bisschen Ähnlichkeit. Gehen wir. Ja. Sieht cool aus. Mutagen für Reichweite. Ein Grallengehirn. Und eine Trophäe. Da können wir gleich mal gucken. Und da hinten liegt auch noch was. Achso, das ist die Immortelle wahrscheinlich. Ja. Immortelle! Geil. Hier kannst du den Tunnel noch zum Einsturz bringen. 1000. Oh, du bist jetzt sogar noch ein Level aufgestiegen. Kann ich dir nochmal 5er mitnehmen oder? Na, vielleicht kannst du die auch noch später für Tränke benutzen. Die wiegen auf jeden Fall nichts. Ja. Bewegst du mal den Arsch? Nö. Sehr schön. Oh, so wie, hattest du nicht auch noch Manguste oder sowas? Nee, Quatsch, das war glaube ich der Trank, so, ne? Den du dann gebraut hast, so für, als Gegengift. Ja, ich glaube schon. Was sind denn diese roten? Aber gehen wir noch mal kurz ins Journal. Journal. Der Magie auf der Spur, frisch auf ihr Bergleut auf, was ist denn das für einer? Aber hole deinen Lohn bei Cecil Burden ab Gerard ging unter Tage, okay. Also haben wir jetzt praktisch dann bei dem, warte mal, schweren Herzens, geht zum Untersuche. Das sind die Körperuntersuchen. Okay, das haben wir noch nicht gemacht, aber frisch auf ihr Bergleut auf ist jetzt praktisch abgeschlossen, weil wir die Monster in der Felsspalte, die Felsspalten sind versiegelt. Genau. Okay, cool. Sehr haben schön. Wir zwei Quests jetzt gerade gemacht. In einem. Und ich glaube, wir müssen... Ach so, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss!